Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch meiner Meinung nach die beste Version vom GIFcast to Friends Glitch zeigen. Dafür müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Begibt euch einfach zum Casino, zu einem Casino-Parkplatz. Ihr und euer Freund müsst euch eure MOC anfordern. In eurer MOC muss ich dann die MK2 befinden. Die MK2 holt ihr dann auch einfach aus der MOC raus. Euer Freund fordert sich dann einfach das Auto an, was er euch geben will. Ihr müsst auf jeden Fall die Jobmarkierung alle auf Anzeigen stellen. Wenn euer Job nicht angezeigt wird, dann müsst ihr einfach mal auf Jobs gehen und müsst ihr einige Jobs aus eurer Liste rauslöschen und dann müsste der eigentlich auch angezeigt werden. Ansonsten geht einfach ins Interaktionsmenü, auf Markierung ausblenden und dort auf Jobs alle auf Anzeigen einstellen. Habt das dann gemacht, begebt euch zu einem Casino, Penthouse Garage. So, ihr begebt euch einfach da zu dem gelben Kreis. Geht dann einfach zu dem Fahrstuhl, sodass ihr die Meldung bekommt. Drückt dann jetzt Steuerkreuz nach rechts und X gleichzeitig. Dann werdet ihr einmal durch die Map fallen. Ist auf jeden Fall perfekt. Und nun seid ihr auch schon verglitscht. Begebt euch dann jetzt wieder zurück zum Casino Parkplatz. Dort angekommen, schnappt ihr euch irgendeine NPC-Karre mit irgendeinem flachen Dach, fahrt dann damit hinter der MOC, steigt dann auf eure MK2 auf. So, wir fliegen jetzt mit dem MK2 auf das Dach drauf, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, wird das Auto verschwinden, wir steigen ab, gehen ins Aktionsmenü, einmal das Fahrzeug wieder einlagern. Nun fordern wir uns einmal ein Fahrzeug an, was wir nicht mehr benötigen. Falls ihr kein Auto habt, was ihr nicht mehr benötigt, kauft euch einfach in irgendeine Garage dann einen kostenlosen Elegy rein. So, warten wir jetzt einmal, bis das Fahrzeug geliefert wird. So, wurde das Fahrzeug geliefert, steigen wir einmal in das Auto ein, was wir von unserem Freund haben wollen. Unser Freund geht dann hinter seine MOC. Einmal die MOC dann betreten mit nahen Crew und Freunden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir jetzt direkt in die MOC geportet oder wie bei mir, dass das Auto verschwindet und wir steigen aus. Wenn das so jetzt der Fall sein sollte, wie es jetzt bei mir ist, ist überhaupt kein Problem. Euer Freund geht dann einfach nochmal aus der MOC raus, fordert das Auto einfach nochmal an, stellt das Auto dann nochmal dahin. So, und wir steigen jetzt einfach nur in das Auto ein und dann werden wir auch in die MOC reingeportet. Ist auf jeden Fall perfekt. Nun als nächstes muss unser Freund uns dann in seine MOC einladen. Diese Einladung nehmen wir dann einmal an. Sind wir in seiner MOC drin, können wir die dann ganz einfach wieder verlassen. Draußen angekommen können wir jetzt mal das Auto anfordern. Persönliches Fahrzeug über MOC ganz einfach anfordern. Und ihr seht, dass ich jetzt das Auto von meinem Freund gezogen habe. Und ja, so könnt ihr euch jetzt die ganze Zeit weiter dann die Autos ziehen. Stellt euch dann wieder die MK2 dann in die MOC rein, einfach wieder verglitschen und so könnt ihr euch die ganze Zeit permanent die Autos ziehen und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.